Denn jetzt seid ihr alle gefragt. Also, wir wollen nicht nur am Panel hier miteinander diskutieren, sondern auch einmal abfragen, was hat heute Abend eigentlich vielleicht bei euch Gewicht bekommen? Und zwar deshalb, weil wenn Menschen einen dich schickt der Himmel-Moment erleben, dann haben sie ja so ein Gefühl im Bauch, im Herz, im Kopf, von, das ist herrlich. Und herrlich im Hebräischen heißt, etwas hat Gewicht bekommen. Deswegen stellen wir euch jetzt die Frage und jetzt im Chat gibt es einen sogenannten Mentimeter-Link. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und könnt diese Frage, was hat für dich heute Abend Gewicht bekommen, in einem Wort bitte beantworten. Und wir schauen uns dann eine Wortwolke an, die entsteht durch eure Antworten und werden das Ganze dann später noch einmal gemeinsam betrachten. Ihr seht, es entsteht jetzt schon. Also, welches Wort, welcher Gedanke hat für euch heute Gewicht bekommen? Und wir wollen das Ganze allerdings auch von unserem Panel wissen. Ihr müsst jetzt auch mal kurz überlegen, was würdet ihr antworten? Eine kurze Schlussrunde. Vorhin ist irgendwie der Satz gefallen, die Bewegung geht im Herzen los. Und ich finde, das hat man irgendwie bei allen gespürt. Es hat mich irgendwie ziemlich berührt, das mitzubekommen und davon teil zu sein. Die Bewegung geht im Herzen los, das stimmt. Ich glaube, nur durch eine wirklichen Jesus-Begegnung, die man selber gehabt hat, kann auch eine Begeisterung entstehen, so dass man auch spürt, ey, für das bin ich da und das hier schickt mich auch Jesus. Das hat er in mich hineingelegt und dass es mit Leidenschaft rüberkommt. Und ich finde einfach, Kirche und wir Christen müssen leidenschaftlich sein. Und ich würde alles dafür geben, dass eben nicht nur die Aktivisten voller Leidenschaft auf die Straße gehen, sondern wir Christen den Mund aufmachen, sprachfähig werden, uns anstrengen, nicht nur so 0815 irgendwas machen, sondern wirklich mit Begeisterung. Und das finde ich echt wichtig. Ich mache mal weiter, weil Christ sein und Aktivist sein schließt sich für mich gar nicht aus. Für mich hat Gewicht bekommen, was Emilia gesagt hat, mit Monolog versus Dialog. Und auch immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen und zu wissen, dass wir als Christen oder wir, wie wir das Christliche verstehen, auch nicht die Wahrheit gepachtet oder haben. Also ja, wir haben sie, aber wir haben sie auch nur bruchstückhaft verstanden und unser Gegenüber hat sie vielleicht anders verstanden oder auch gut verstanden, auch wenn er sich oder sie sich vielleicht nicht Christ nennt. Und dass wir da gut zuhören und einfach mit den Menschen spüren, wo passiert da Göttliches in unserem Dialog. Für mich ist der Gedanke gewichtig, wenn Gott etwas in dieser Welt tut und ich dabei sein kann. Vielleicht ist das dann manchmal eben nicht nur in der Kirche, sondern eben auch bei Fridays for Future, weil Gott größer ist. Und ich habe ein großes Herz für Kirche und leide tatsächlich sehr stark daran, wenn ja, wenn Menschen nicht mehr zum Gottesdienst kommen und das die wichtigen Fragen aufwirft und diese Fragen vielleicht nicht gehört werden. Weil ich glaube, dass dann was ganz Wichtiges verloren geht. Und ich bin total froh, dass es heute zur Sprache gekommen ist und wünsche mir total, dass ja, dass Kirche da weiterkommt. Vielen Dank. Ich danke euch auch für die Begegnung, die wir hier haben. Zum Abschluss schauen wir noch mal alle gemeinsam auf die Wortwolke gemeinsam, unsere Ergebnisse. Was hat für uns Gewicht bekommen? Und es wird jetzt einmal größer gemacht, damit wir das lesen können. Gemeinsam schaut euch das mal an. Ihr seht, Gerechtigkeit, Begeisterung ist sehr häufig genannt worden. Die Wörter sind dann etwas größer geworden. Hoffnung, Dialog, Veränderung, Begegnung, Gemeinschaft, Kreativität und auch ganz viele andere, die Welt und sich selbst, berufen, Aufbruch, Sehnsucht, Herzensheimat. Ja, vielen Dank. Wir werden diese Wortwolke bestimmt nochmal betrachten. Aber ich glaube, das Schöne an so einem Abend ist eigentlich jetzt auseinanderzugehen und nochmal zu überlegen, was wirkt denn eigentlich nach, wenn etwas Gewicht bekommen hat,
dann tragen wir es ja auch für einen Moment, nehmen es mit. Und das glaube ich auch ganz fest, dass solche Begegnungen, die wir hier hatten, auch einen Effekt, eine Wirkung haben. Und dafür danke ich euch, unseren GästInnen, und dass ihr hier wart, dass ihr geteilt habt mit uns, was eure Sendung ist, wo ihr auch ja, herausgefordert wart und was ihr Schönes und Veränderndes in eurem Glauben und auch in der Begegnung mit Menschen lebt. Insofern bedanke ich mich sehr bei euch und schließe diesen Abend, sag noch einmal, morgen geht es um 9 Uhr weiter mit der Andacht, um 9.45 Uhr, dann mit dem nächsten Bundesrat. Und Lea, es war schön, mal wieder an einer Tafel mit dir zu setzen. Es startete zwischen Onken 2 und Onken 4 und immer noch machen wir das zusammen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass wir das hier machen konnten. Es ist mir ein großes Privileg. Vielen Dank auch an dich. Und ich nehme auf jeden Fall auch mit, dass, also dort, wo Menschen sind, da ist Gott schon da. Das habe ich bei euch allen rausgehört und das begeistert mich. Vielen Dank dafür. Und allen Teilnehmenden der Bundesratstagung noch eine gute Konferenz. Tschüss. Genau. Gute Nacht. Macht's gut. Tschüss.